Morgen! Wir sind jetzt auf dem Weg nach Irkutsk und es schneit. Wir haben Mitte Mai und es schneit. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum Bahnhof und wir nehmen euch mit, wie wir jetzt zur Workaway-Stelle kommen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist eigentlich Workaway? Workaway ist eine Plattform für Reisende und in erster Linie treffen sich dort Hosts und Workawayer. Die Hosts sind diejenigen, die uns aufnehmen. Also wenn du ein Host werden möchtest, dann solltest du dich für neue Kulturen und Menschen interessieren und Arbeit benötigen. Weil die Workawayer sind dann praktisch hier, um zu arbeiten. Und das ist total vielfältig. Also man kann mit Tieren arbeiten, in der Landwirtschaft arbeiten, in Hostels arbeiten, in Schulen arbeiten. Und du kannst dir dann aussuchen, wo du gerne arbeiten möchtest. Und dann bekommst du praktisch im Gegenzug Verpflegung und Unterkunft. Nachdem wir gestern Safe and Sound mit dem Motorboot unser Workaway erreicht haben, haben wir nur noch mit Daria, ihrem Onkel und einer Freundin von der Daria Kaffee getrunken, haben uns ein bisschen kennengelernt und sind danach eigentlich direkt ins Bett, weil wir so fertig waren. Und dafür waren wir heute schon richtig fleißig. Wir haben heute angefangen, unsere Hütte ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich habe die Veranda repariert und morsche Bretter ausgetauscht. Die Steffi hat sich um Tische und Sitzmöglichkeiten gekümmert und wir haben eine Bank gebaut zusammen. Ja, und jetzt machen wir da einfach weiter. Später fahren wir vielleicht noch mit einem Kajak auf dem Fluss rum und ja, werden auf unserer neuen Bank auch mal einen Kaffee trinken. Für uns geht es jetzt zum Einkaufen, ab ins Kajak sozusagen. Und es ist brutal warm heute, das ist echt der Wahnsinn. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich alle halbe Stunde einschmieren und ich bin trotzdem verbrannt. Also das ist echt der Hammer, wie die sibirische Sonne heute runterbrennt. So sieht unser Weg zum Supermarkt aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier und ihr habt ja schon gesehen, dass wir unsere Veranda neu gestaltet haben. Und heute geht es dem Vorraum an den Kragen. Wir werden da auf jeden Fall ein bisschen klar Schiff machen, aufräumen und wir wollen eventuell ein Regal einbauen, damit das einfach ein bisschen ordentlicher bleibt. Und Igor hat eine Party veranstaltet mit ehemaligen Arbeitskollegen. Da waren wir dabei und das war echt ganz schön, am Lagerfeuer zu sitzen und ein bisschen was von der russischen Kultur mitzubekommen. Genau. Jetzt geht's für uns auf jeden Fall los.
wir machen jetzt doch erst diese Seite hier auch und räumen das aus und dann überlegen wir uns, wie wir Regale machen. Oder wo wir die hinstellen. Nachdem wir gestern ja so grandios von einem Gewitter überrascht worden sind, geht's heute in Runde 2 mit unserer Aufgabe. So, es ist fertig. Hier haben wir schön die Schwimmwesten aufgehängt, das Regal aufgeräumt, die Stand-Up-Paddles zusammengelegt und hier einfach ein bisschen Ordnung gemacht. Regal aufgehängt. Ja, es sieht schon viel besser aus. Man kann auf jeden Fall wieder durchgehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Für uns geht es jetzt mit Daria und einer Freundin von ihr, der Kate, nach Listvianka. Und wer im 10. Vlog aufgepasst hat, weiß, dass Listvianka am Baikalsee liegt. Und wir freuen uns jetzt schon total und sind echt gespannt. Wir haben ja gesagt, wir sind froh, dass wir im Winter dort waren und den zugefrorenen Baikalsee gesehen haben. Aber wir freuen uns jetzt auch total, trotzdem mal im Sommer hinzufahren und mal schauen, wie es da aussieht. Vor allem, weil wir ja noch nicht in Listvianka waren. Wir waren ja auf der Insel Eichhorn und deswegen ist das auch nochmal was Neues für uns und wir freuen uns. So, das ist unser Mittagessen heute. Das ist ein Fisch, der im Baikalsee endemisch ist. Und der ist jetzt in dem Fall heiß geräuchert. Und ja, wir werden jetzt einfach mal versuchen, den irgendwie zu essen. Und ja, guten Appetit. Guten Appetit. Und was sagt der Fischexperte? Der Fischexperte, der nie Fisch isst, befindet diesen Fisch für sehr gut. Super! Ich war ein sehr leckerer Fisch. Uns hat es extrem gut gefallen, es ist echt ein super schöner Ort und auch den Baikalsee trotzdem mal im Sommer zu sehen war schon sehr aufregend. Allerdings bin ich immer noch der gleichen Meinung, dass der im Winter einfach faszinierender ist mit dem ganzen Eis. Wir machen heute dann aber gar nichts mehr. Felix lernt jetzt noch ein bisschen Spanisch und ich werde noch ein bisschen was für den Vlog machen. Und dann ist auch schon Abendessenzeit. Und
Diesmal gibt es leider nicht so einen leckeren Fisch wie heute Mittag. Ihr Lieben, ich habe euch die Bank gezeigt, die ich jetzt herrichten möchte. Also diesen Platz hier. Das ist jetzt doch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Ich zeige euch mal, wie die Bank jetzt aktuell aussieht. Das sieht echt toll aus. Ja. Also ich habe dann festgestellt, dass es einfach echt keinen Sinn mehr hat, jetzt die Bank nur zu streichen. Deswegen gibt es jetzt eine komplett neue Bank. Und die eine ist aber schon fertig, die kann ich euch mal zeigen. Weil die muss ich nicht neu machen. Genau, die habe ich schon abgeschliffen und gestrichen. Schaut auf jeden Fall schon wieder richtig gut aus, aber mir ist leider die Farbe hier ausgegangen. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache, weil ich ja hier komplett neue Bretter brauche. Und mal gucken, ob ich dann einfach nochmal alles streiche. Genau. Der Temperaturunterschied hier ist auf jeden Fall echt immer krass. Also wir waren gestern irgendwie noch bei 25 Grad hier im Bikini oder Badehose unterwegs. Und heute ist es so kalt, es hat 8 Grad. Die Nacht war richtig, richtig kalt. Und wie gesagt, jetzt haben wir 8 Grad und frieren. Also das ist echt Wahnsinn, wie schnell hier die Temperaturen umschlagen. Und wir haben wirklich fast jeden Tag ein Gewitter hier. Genau. So, ich habe mir jetzt mal eine Jacke übergezogen, weil es wirklich frisch ist. Vor allem, wenn der Wind jetzt auch noch geht. Und wir stürzen uns jetzt auf die Bank. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal geeignetes Holz suchen, um diese morschen Pfosten hier zu ersetzen. Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass wir unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Also wir haben zwar eine Motorsäge, aber wir haben keinen Sprit für die Motorsäge. Das heißt, hier wird alles mit guter alter Handarbeit gemacht. Gesägt ist alles, jetzt geht's ans Schleifen. Während Steffi gerade fleißig unsere Bank baut, bin ich drüber, unser neues Klohäuschen weiter zu verschönern. Und dafür habe ich jetzt schon mal die Türgriffe vorbereitet. Die sind jetzt gerade frisch gestrichen und ich warte jetzt noch, bis die trocken sind. Dann werde ich sie noch mal kurz abschleifen und dann montieren. Gestern habe ich hier in unserem Klohäuschen schon die Tür neu montiert und meine Aufgabe, solange jetzt die Türgriffe noch trocknen, ich werde versuchen, hier einen Verschluss irgendwie dran zu bauen, dass man die Türe von innen zumachen kann, und das gleiche werde ich auf der äußeren Seite auch versuchen. Ich habe mir dann so einen kleinen Schieber gebaut und hier die Vorrichtung für diesen Schieber. Jetzt können wir hier so unsere Toilettentür von innen absperren. So, die Pfosten habe ich jetzt schon mit so einem Klarlack gestrichen, damit praktisch diese Asche nicht mehr abfärbt, weil die Balken ja alle so verkokelt sind. Und Leute, ich bin so ein Brain. Ich habe ja das Farbproblem. Und ich hatte jetzt eine super Idee, wie ich das lösen kann. So, zuerst nimmt man Handschuhe. Am besten welche, die Löcher haben. Ein Stück Kohle. So, jetzt kann ich das hier genauso schwarz machen wie das andere. Und dann gehe ich mit dem Klarlack drüber. Und dann sieht es genauso aus wie die anderen Pfosten. Cool, oder?
Feierabend für heute. Die Bank ist fertig. Und sehr gut gelungen. Ihr Lieben, Felix und ich, wir genießen heute unseren letzten Tag in Russland. Nach 3,5 Monaten werden wir morgen das Land verlassen. Das ist wirklich der Wahnsinn, dass es für uns jetzt weitergeht. Und morgen werden wir von Irkutsk nach St. Petersburg fliegen und von dort aus geht es mit dem Zug dann an die estnische Grenze. Und wenn alles gut geht, dann sind wir morgen Abend in Estland. Das ist so Wahnsinn einfach. Die Zeit ist trotzdem extrem verflogen und wir haben das Land und die Leute echt zu schätzen gelernt. Und mir fällt es schon ein bisschen schwer, jetzt hier auch die Insel vor allem zu verlassen. Uns hat Workaway so extrem gut gefallen, dass wir das jetzt in Estland auch wieder machen werden. Und wir nehmen euch natürlich wieder mit, was wir dort für Erfahrungen sammeln und was wir vor allem auch hier für eine Workaway-Stelle dann haben. Die wird nämlich auch sehr interessant. Genau, aber jetzt trotzdem, der Abschied fällt schwer, aber wir freuen uns auch tierisch, dass es endlich weitergeht. Und mit dieser guten Nachricht beenden wir unseren Workaway-Vlog und unseren Russland-Vlog sozusagen. Unsere Russland-Playlist ist jetzt eigentlich zu Ende. Also es folgt noch ein Fazit über Russland, aber an sich ist Russland jetzt vorbei.